Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer Zuschauer-WG. Da, 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 da. Ja, ihr fand, es ist ja nicht so rosig, dass ich halt nur bestimmte Sims rausgesucht habe und nicht jeden einzelnen anschauen konnte, was ich übrigens immer noch nicht getan habe. So, aber jetzt nicht gleich wegschalten oder mich haten oder so, denn ich habe mir was anderes einfallen lassen, weil ich dachte, hey, die waren jetzt echt enttäuscht, alle ist irgendwie blöd, also musst du dir was einfallen lassen, um dich mal wieder so richtig einzuschleimen. Nein, Scherz. Aber ich dachte, nee, das kannst du nicht machen. Die sind immer für dich da und dann musst du auch mal was Liebes machen. Wer ist er denn da? Also ihn kenne ich nicht. Nein, der würde mir bekannt vorkommen. Denn ich habe mir etwas einfallen lassen im Sinne von, hey, schmeiß doch einfach mal alle vorgefertigten Sims raus und lade dir alle Sims runter, die deine Zuschauer erstellt haben. Yay! Ja, da können wir auch gleich mal hingehen. Ich habe außerdem noch ein paar neue Mitbewohner hier mit zugeholt. Ja, da haben wir hier einmal den Nathan und die Sarah, Sarah, wie auch immer. Und ja, die scheinen gerade schon ein bisschen Spaß zu haben. Die habe ich mir noch ausgesucht, völlig frei von eurer Wertung, obwohl ihr den Nathan ja auch echt super fandet. Nur ich dachte, ihr fehlt ein bisschen männliche Energie und die Sarah, Sarah, haha, ich nenne sie jetzt irgendwie, ist völlig Wumpe. Fand ich einfach total toll. Heißt jetzt übrigens nicht mehr Schulz, sie heißt jetzt, wartet, lasst mal gucken. Moment. Hollis, irgendwie so. So, und ja, außerdem habe ich auch die Layla gefunden. Layla, wo ist sie eigentlich gerade? Das ist eine sehr gute... Ach so, am PC. Hallo, Liebes. Ja, dank eurer Hilfe habe ich sie endlich gefunden. Und das Problem war, warum ich sie nicht gesehen habe, weil ich mir halt tatsächlich ihren Namen falsch aufgeschrieben habe. Und deswegen habe ich immer nach dem falschen Buchstaben gesucht und deswegen habe ich sie immer überblättert. Und es war dieses Wimmelbild-Phänomen, wo man dann einfach permanent mit der Pfeiltaste drauf ist und dann nicht checkt, dass man eigentlich sie schon gefunden hat. So, dann gehen wir mal in die Weltenverwaltung, dann zeige ich euch mal eure Sims. Und ja, deswegen hat sich jetzt alles so ein bisschen am Tag verschoben, weil es hat echt lange gedauert, wirklich jeden rauszusuchen, aufzupassen, dass du durch die Hashtags nichts doppelt hast. So, da haben wir hier einmal den Männerhaushalt mit ein paar männlichen Sims. Wir haben die bezaubernden Frauen. Ja, ich habe irgendwie versucht, verschiedene Namen für die WGs zu finden. Hier haben wir die 8. Dann hier drüben haben wir Blondinen unter sich. Ja, da waren es 7 Blondinen auf einmal. Und hier drüben haben wir die 7. Toll, nicht? Natürlich sind in Oasis Springs auch ein paar Sims eingezogen. Zum Beispiel die Mädchen-WG. Da sind wirklich 8 Mädels drin. Wahnsinn. Und wir haben die MHC-WG. Die fand ich auch sehr, sehr cool. Vor allen Dingen den Geist mag ich ja total. Und ich finde die einfach alle toll. Und dann haben wir die 5 Farben, weil jede davon irgendwie so ihre eigene Farbe hat und ihre eigene Haarfarbe. Ich fand das ganz passend. Und hier haben wir noch die Miss Hortelisi WG. Die Namen haben teilweise auch damit zu tun, mit nach welchen Hashtags ich gesucht habe. Deswegen sind da so die Namen zusammengekommen, damit ich ungefähr weiß, wo ich die wiederfinde. Und ja, ich würde sagen, das waren alle Sims, aber es waren wirklich ganz schön viele. Gerade, wie gesagt, durch die Hashtag-Suche war es sehr schwierig, da alle irgendwie rauszufinden. Ja, ich hoffe, dass wir sie ganz oft hier sehen werden, wenn wir hier unterwegs sind. Und natürlich werden wir auch ab und zu hier die Mitglieder austauschen. Aber dazu kommen wir dann erst, wenn es soweit ist und wir uns hier so ein bisschen mit unseren jetzigen WG-Lern angefreundet haben. Hihihi, ich freue mich so. Weil ich hatte jetzt wirklich die letzten paar Wochen echt ein Problem mit Sims 4. Ich glaube, ich habe es jetzt halbwegs geschafft, mich wieder zu motivieren, Sims zu spielen. Weil dasselbe Problem hatte ich teilweise auch mit Sims 3. Ich hatte echt keine Lust mehr, Sims zu spielen. Das ist bei mir so alle 2 Jahre mal der Fall, dass ich keinen Bock mehr auf Sims habe. Also es ist ganz selten, wie gesagt, aber wenn es dann kommt, dann ist es wie so eine Depression. Es ist total furchtbar. Du hast auf nichts mehr Lust. Ich habe wirklich auf nichts mehr Lust. Ich habe jetzt die letzten Tage nur zu Hause gesessen und nur noch The Last of Us gezockt, privat, weil ich hatte zu nichts Lust. Es war ganz schlimm. Aber jetzt bin ich ja voll motiviert und bin gespannt, was wir hier so anfangen können. Lass mal gucken. So, bei mir weiß ich ja Bescheid. Die Kali ist kreativ, romantisch, fröhlich, eine Grüblerin und möchte eine herausragende Malerin werden. Dann frage ich mich, Kali, warum bist du denn nicht oben hier an der Staffelei? Mach das mal fertig da. So, wen haben wir als nächstes? Die Layla. Layla will eine ausgezeichnete Köchin werden und sie ist perfektionistisch, ein Vielfraß, hat die Essenz des Geschmacks und ist selbstsicher. Vielleicht sollten wir damit ihr irgendwie was kochen. Einfach mal ein Buch kaufen, damit sie auch mal so vielleicht lesen kann. Angeln, Charisma, Comedy, Fitness, Geige, Geschicklichkeit.
Geschüttelt, Gitarre, Gummi, Küche. So. Gut, dann kann sie hier nämlich schon was lesen. Bitteschön. Und der Nathan. Was hat der Nathan denn hier Tolles? Seelenverwandte. Oh. Nathan möchte die Frau fürs Leben finden, wie es aussieht. Oder vielleicht den Mann Nathan. Hä? Ihr wisst ja, ich stehe ja auch total auf Homosexuelle. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen falsch, aber ich finde es halt total cool. Und gerade bei Sims finde ich es super, dass es die Möglichkeit gibt, das so zu verwirklichen. Romantisch, ehrgeizig, verführerisch, ein Bro. Naja, ich glaube, da geht's wohl eher auf die Ladies zu. So, und was haben wir hier noch? Die Sarah. Sarah ist kreativ, ehrgeizig, ein Geek, eine Grüblerin. Auch sehr cool. Herausragende Malerin. Alles klar, dann brauchen wir anscheinend eine zweite Staffelei. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt ein bisschen Kohle. Und wir können für unsere Sims hier noch das ein oder andere zusammenbasteln. Weil ich sehe jetzt auch einfach mal das Problem hier bei uns, dass wir, nicht genug Betten haben. Also müssen wir hier irgendwie Leute zusammenlegen. Ich überlege gerade, ich werde mich mal zu Kali rüberschmeißen, damit wir da schon mal ein Zimmer freikriegen. So. Oder wartet mal, ich lasse mich mal hier drin, weil da ist die Wärmfarbe schon lila. Dann schmeiße ich, hier einfach unsere gute Layla raus. Ich muss mich erstmal an die Namen gewöhnen, das ist noch ein bisschen schwierig für mich. So, Layla, braucht Layla eine Gitarre? Keine Ahnung, aber die Gitarre können wir Nathan drin lassen, weil dann würde ich das Zimmer hier Nathan geben. Weil er so als einzigster Mann kann er wenigstens hier so für sich alleine sein. Ist dann doch immer ein bisschen schwierig mit einer Frau in einem Zimmer, wenn man nicht gerade hier das Pärchen schlechthin ist. Von daher werden wir hier einfach mal noch ein Bett mit aufstellen. Gott, wen nehme ich denn mit ins Zimmer, sag mal. Wen können wir denn da nehmen? Wen haben wir denn noch? Sarah und wer ist noch unten? Layla, genau. Dann packe ich Layla hier mit rein und Sarah kommt zu mir. So, dann suchen wir jetzt mal das Passende hier. Und zwar Betten. Betten, Betten, Betten. Das Problem ist auch jetzt jeder Holzton, ne? Ich kann jetzt nicht hier 10.000 verschiedene Holztöne nehmen. Ah, ich liebe das Einfärbetool. Ein Hoch auf das Einfärbetool. ja, wir könnten jetzt überall dasselbe nehmen, aber es ist ja irgendwie auch Banane. Und das ist mir wieder ein bisschen zu hell. Ja, was nehmen wir für Layla? Ich finde das eigentlich ganz gut, oder? Es ist... Ich weiß gar nicht. Ja, vielleicht das wegen dem Braun. Also wieder ein anderes Braun. Das sieht dann auch blöd aus. Ah, ich hasse das. Oder das? Hm. Was haben wir hier noch für ein Bett? Das sieht alles aus wie altbacken irgendwas. Ah, das sieht auch hübsch aus, ne? So mit dem Grün. Das hat was. Passt das hier rein? Ne, das sieht irgendwie auch merkwürdig aus. Obwohl, das könnten wir der Sarah eigentlich mal so andichten. Dann ist die eine Seite halt dunkel und die andere weiß. So, und was machen wir jetzt mit... Ach, pack mal das Bild hier rein. So. Dann suchen wir mal ein paar Oberflächen. Ja, das ist genauso das nächste Hackmeck, was ich hier nicht leiden kann. Immer dieses Rausgesuche. Ach nee, ich freue mich so auf das erste Erweiterungspack oder irgendein super duper Patch, was mich hier so ein bisschen fröhlicher stimmt. Das wäre richtig, richtig toll. Aber ich glaube, da muss ich noch ein bisschen warten, ehe ich hier mit reinster Fröhlichkeit ans Spiel gehen kann. Aber ich habe auch in euren Kommentaren gelesen, dass ihr das jetzt auch nicht so super findet alles bei Sims 4. Viele von euch finden Sims 4 absolut klasse, weil es halt so viele schöne Möglichkeiten auch bietet, klar. Aber andere sehen das dann halt eher so wie ich, wo sie sich denken, dass Sims 4 sich einige Möglichkeiten verbaut hat. Was ich halt auch sehr, sehr schade finde. Mann, hier ist kein Weißton, der genauso ist wie der. Das regt mich ja schon wieder auf. Oh, ich vermisse mein Einfärben so. Sims 4 könnte so schön sein. Ich weine nicht, nein. Ich finde es immer noch toll. Ach, Mann. Ihr werdet jetzt auch denken, nimm doch einfach irgendeinen Kackweiß, aber ich kann nicht einfach irgendeinen Kackweiß nehmen. Das geht nicht. Dann glaube ich, nehme ich lieber die hellere Version davon. Dann geht es mir ehrlich gesagt besser. So, und hier suchen wir jetzt noch ein Grau.
dachten jetzt alle, oh nein, ich noch ein Grau. Ja, tut mir leid. Passt das vom Braun her? Ja, fast, ne? Weil ich finde das so von der Farbe halbwegs stimmig. Dann packe ich das mal noch so hier mit rein. So, Beleuchtung. Was habe ich denn hier für eine Beleuchtung? Ach, diese komischen Untertassen. Was sind denn hier die Untertassen? Ach, da. Mache ich da solche Untertassen? Und dann ist das schick. So, dann müssen wir noch hier für unser Landhausbett was finden. Ja, nee. Ich hätte gern ein bisschen was. Ja, eher sowas. Aber dieses Blümchenmuster, da nervt mich ab. Das geht gar nicht. Dann grün. Ja, grün ist gut. Dann würde ich die Wand dahinter auch gerne noch grün machen. Dann müssen wir nochmal hier zur Wandfarbe. Was haben wir denn hier für grün? Das ist alles doofes Grün. Auch doofes Grün. Nicht gutes Grün. Kein gutes Grün. Vom Prinzip her ein gutes Grün. So, schauen wir uns das mal an. Oh, zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen viel Grün und sehr strukturiert, aber an sich ist daran nichts auszusetzen. Es hat ein richtiges schönes Giftgrasgrün. Aber gut, ich überlege gerade, was wir noch dringend brauchen, weil wir haben jetzt nur noch 1400 Simoleons. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Aber auch ganz praktisch, weil dann kann ich wenigstens mich auf das Wesentliche konzentrieren. Und mache nicht so viel mit Deko und sowas rum. Hier, Layla kann dann wenigstens noch eine Staffelei sich holen, weil die hat ja auch den Wunsch zu malen. So, ist das hier mit Farbe dran? Ich glaube, ich bleibe doch bei dem, obwohl es sieht einfach... Warum kannst du nicht in Weiß geben? Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich echt nicht. Ganz ehrlich, da habe ich es lieber in Blau, das passt wenigstens halbwegs zum Lila. Ah, Mio. So, wir haben hier was Sportliches. Wir haben was zum Dingeln. Ja, hier brauchen wir jetzt nicht wirklich was von. Hier auch noch nicht. Ja, und den Rest, ich würde sagen, das holen wir uns nach und nach, sobald unsere Sims hier ein bisschen Geld verdienen. Das Problem ist nur, wir brauchen jetzt einen größeren Tisch, ne? Sonst kommen wir hier nicht mehr weit. Ist das ein Esstisch? Ja. Gut, ist das das Braun? Naja, was haben wir hier überhaupt für ein Braun? Da haben wir im Prinzip keinen Braun. Also eher so ein... Schwarz ist auch blöd. Eher so was Rötliches, würde ich fast sagen. Aber das ist wieder zu hell. Und... ja... Ich finde da so ein Glastisch echt gut, ne? Aber das passt halt optisch alles nicht so, wie ich mir das wünsche. Ich glaube, ich nehme einfach den. So, das geht dann da schon mal nicht mehr. Na? Nee, stellt sich nicht hin. So. Ups, die du. Na, komm, geh ran da. So, dann können wir den hier verkaufen. Und stellen wir den einfach hier ran. Und holen uns noch einen dazu und dann passt das. Yay! Können hier alle sitzen. Wir haben jetzt mehr Platz zum Tanzen. Ist das nicht super? Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt endlich mal. Weil wir haben schon den halben, also eigentlich den ganzen Part damit vertrödelt. Aber hey, immerhin... haben die beiden hier Spaß, ne, ihr zwei? Euch geht's super damit. Woo! Die haben's raus. So, Sarah kann jetzt aber auf jeden Fall mal nach oben gehen und hier ein bisschen pinseln.
So, was wollte Nathan nochmal? Ach so, er wollte einfach nur romantisch gut drauf sein. Und seine Eigenschaften waren sowieso nur romantisch gut drauf. Dann können wir ihm einfach mal einen Job suchen. So, Nathan, bewege dich mal. Wir brauchen dringend einen Job für dich. Hat jetzt eigentlich jeder einen Job? Das weiß ich gar nicht. Ach ja, ich bin ja hier in dieser tollen Geheimdings-Dabumster. So, Carly hat auch noch keine. Schriftsteller, Technikguru, Verbrecher, Geheimagent, Astronaut, Maler. Ah, ich finde Entertainer eigentlich ganz cool. Dadurch, dass er so Bro ist, ist doch ganz cool, oder? Mach mal Komiker aus ihm. Nee, ich bin ein Komiker. Ich glaube, das passt überhaupt nicht zu ihm, aber ich finde es irgendwie lustig. So, Layla braucht auch noch einen Job. Layla, such dir dann mal bitte einen Job. Mausi Carly braucht auch noch einen. Und unsere gute Sarah auch. So, Ina muss auf Toilette. Welche Tragödie. Dann geh mal lieber später. So, Carly. Carly will auch Malerin werden. Viel Spaß. So, hier ist jetzt die Toilette. Dann mal hoch. Ich hätte auch gerne irgendwie unten noch eine Toilette, ne? Aber wir haben hier so wenig Platz einfach. Würde ich glatt hier hinten noch ein bisschen ausbauen. Aber das Grundstück ist auch so klein, ne? Weil da hinten ist ja gleich schon wieder Schluss. So, Layla wollte Leckermaul kochen. Viel Spaß. Oh, wer läuft denn da? Hallo, kennen wir dich? Wer bist du denn? Du bist Rebecca Summer. Dich kennen wir. Yay, dich habe ich hier auf jeden Fall hingepflanzt. Das weiß ich. Du kommst bestimmt aus dem Turnschuhhaushalt. Da gibt es einen Haushalt, der hat nur Turnschuhe an. nee, und wer bist du? Ah, dich kenne ich auch. Das ist praktisch. So, warum kenne ich dich eigentlich? Weil du Hannah Staubach bist. Tada! Und sie kennen wir auch. Das ist Candace Melange, diesen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Yay, wir kennen euch alle. Wir kennen euch alle. Und du, bist du nicht der Latiero oder wie du hieß? Lothario? Mal weiß ich, wie er heißt. Oh, sie dreht sich um. Ja, jetzt sehen wir sie nochmal von vorn. Oh, na klar, die beiden verstehen sich. So, oh, ich bin gelangweilt. Das tut mir leid. Nicht gelangweilt sein. Rede einfach mit dir. Ach, nee. Ja, was brauche ich eigentlich hier für... Level 3 der Logikfähigkeit erreichen. Upsi, für Logik haben wir nichts. Aber inwiefern die Logik hier noch zuschlägt, werden wir einfach im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und seid zufrieden mit meiner Entscheidung, euch alle ins Spiel zu holen. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Die kommt dann am Mittwoch und ciao.